willkommen in einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt es noch kein Teambuilding. Ich weiß, ich habe es eigentlich mehr oder weniger angekündigt für die Folge, kann es jedoch nicht machen, aus ganz pragmatischen Gründen. Warum? Heute haben wir Montag, wo ich das hier gerade aufzeichne. Dieses Video hier soll am Dienstag kommen. Wenn ich jetzt ein Teambuilding mache, das dauert immer ja, ungefähr eine Stunde. Ich bekomme dann bis Dienstag Mittag das Video nicht online. So einfach ist es nun mal und es geht nicht anders. Und von daher muss ich jetzt hier oder ja noch einfach eine normale Folge aufzeichnen. Und dann soll am Mittwoch das Teambuilding kommen. Und daher jetzt hier eine normale Folge. Und ich bin ja leider in der letzten Folge abgestiegen zum allerersten Mal. War nicht ganz so cool. Aber das passiert nun mal. Ich habe ziemlich viel getestet in der Saison und das hat nicht so gut funktioniert. Ich würde jetzt trotzdem noch einmal probieren, mit dem Koreaner-Team zu spielen, im 4-2-2-2 und dann im Spiel auf 1-4-2-3 uns umzustellen. Ich muss nur kurz schauen, welches Team ich jetzt hier auswählen muss. K-League New, glaube ich. Ja, doch. Ich habe eben überhaupt gar nicht auf die Aufstellungen, die rechts stehen, geachtet. Hätte ich es ja deutlich schneller sehen können. Wir probieren das jetzt noch. Aber, warte. Wir machen es doch anders. K-League S. Oder? Ja, genau. Richtig. So, und jetzt können wir hier auf 4-2-2-2 umstellen. Da. So, und wie haben wir das jetzt hier gemacht? Wen habe ich rausgestellt? Zunächst einmal. Muss ich hier so wechseln? Ist die Frage, ob ich hier den Song Jin Hyung spiele oder G. Ich spiele Song Jin Hyung. Und dann werden wir uns jetzt einen Gegner suchen. Jetzt das erste Spiel in Liga 2. Es ist wirklich seit langem mal ein etwas ungewöhnlicher Anblick hier, dass man 18 Punkte für einen Aufstieg bekommt und dann noch eine Differenzierung zu einem Titel gibt. So, jetzt können wir weitermachen. Und ich denke jetzt, ja, in der zweiten Liga sollte es dann vielleicht auch wieder ein bisschen einfacher werden, weil ich muss echt sagen, die letzten Gegner, die waren dann auch auf jeden Fall sehr knackig. Und das hat sicherlich auch den Teil dazu beigetragen, dass es dann nicht so gut funktioniert hat. Und ich werde jetzt dir dann, wie gesagt, auf ein 4-2-3-1 im Spiel umstellen. Sein Team heißt Test 1 und er ist leider rausgegangen. Das ist auch ein guter Punkt. Ich habe unter den Kommentaren jetzt unter der letzten Folge gelesen, warum testest du denn nicht einfach über Einzelspiele? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass es sicherlich eine Möglichkeit gewesen wäre. Ich muss aber auch immer ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich ja, genug Selbstvertrauen, dass ich sage, ich kann so ein bisschen Testen auch in der Liga machen, weil selbst mit ein bisschen getestet, ich meine, ich spiele eigentlich alle neuen Teams auch immer direkt in der Liga und nicht nur im Online-Einzelspiel. Von daher, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es wirklich dazu führt, dass es dann auch einen Abstieg mal gibt. So, jetzt können wir hier mit dem Frankfurt-Trikot spielen. Spielen auch schön zu Hause, das heißt, es gibt keinen Regen, das ist auch schon mal nicht schlecht. Und der Gegner hier mit einem 4-1-2-1-2 hat eine Mischung aus Serie A und der Barclays Premier League. Hat da ziemlich viele Spieler und auch noch Bundesliga, wie ich sehe. Und natürlich auch noch die brasilianische Liga. Er hat da ziemlich viele Spieler, die ich auch schon gespielt habe. Zum Beispiel Balotelli, Benteke im Sturm, De Bruyne, Mirallas. Sehr, sehr viele, die ich auch kenne. Aus Zeiten, wo ich noch nicht so viele Münzen hatte. Und die sind trotzdem aber auch auf jeden Fall sehr gefährlich. Also ein sehr kostengünstiges Team, was abgeht. Ich muss kurz den Ton vom Fernseher ausmachen, einen Augenblick. So, jetzt können wir hier loslegen. Dauert aber ein bisschen, der Gegner schaut sich hier noch die Einlaufzeremonie an. Jetzt können wir anfangen. Und es wurde in der letzten Folge in der Kommentare mal gefragt, ich soll mal wieder meine aktuelle individuelle Taktik zeigen. Ich glaube, ich kann das hier jetzt gerade im Spiel nicht machen. Vielleicht, wenn ich am Ende der Folge dran denke, zeige ich es da nochmal. Habe jetzt eigentlich eine individuelle Taktik gefunden, die ich jetzt momentan gerade nicht weiter am Modifizieren bin. Können wir hier schon rausspielen. Achso, ich wollte auf 4-2-3-1 umstellen. Wobei, jetzt bin ich gerade dabei, einen schönen Angriff zu fahren. Ich mache es jetzt nochmal kurz weiter, weil da oben läuft nämlich jetzt Kim Shin-Wook schön in die Lücke rein. Habe ich nämlich jetzt mit einem 1 plus X ja, steil geschickt, kurz vor dem Pass. Also ich habe den Pass mit einem 1 plus X gespielt. Dadurch startet jetzt Kim Shin-Wook durch. Mal sehen, wie schnell er da vorne jetzt reinlaufen kann. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Zeitpunkt, wo ich Pause gedrückt habe. Ich hätte es ein bisschen bedenken, wenn ich jetzt umstelle, dass das dann auf einmal den guten Laufweg von Kim Shin-Wook zunichte macht. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie sich das auswirkt, wenn ich jetzt eine andere Formation einstelle, ob dann die Spieler irgendwie total verwirrt sind. So, das meine ich. Dieser schöne Steilpass hat sich super angedeutet, aber leider ist er im Abseits. Schade. Da habe ich wohl einen Ticken zu spät gespielt.
aber das war super eng. Super, super, super eng. Schade. Oh, er hat auch eine schöne Doppelpass-Situation gehabt. Jetzt machen wir es nochmal. So, es tut mir jetzt ein bisschen leid für den Gegner, dass ich jetzt so zweimal hintereinander kurz Pause mache. 4, 2, 3, 1. Spielen wir mal das. Und dann sind wir eigentlich schon so weit wieder durch. Müssen wir gar nicht so viel verändern. Aber der Gegner nutzt anscheinend auch immer die Zeit, um irgendwas zu machen. Ich probiere jetzt vielleicht mal in dieser Folge ein bisschen mehr zu erklären, was ich mache. Hatte ich mal letztens drüber nachgedacht, das wäre eigentlich ganz cool, weil es, wenn ich zum Beispiel hier direkt auch wieder mit einem 1 plus X weiterspielen, um dann Nobunion jetzt hier wieder direkt anspielen zu können. Generell in der Offensive ziemlich viel mit L1 bei der Pass. Oh, das ist jetzt natürlich ein guter Ball. Da können wir Schussverschluss machen. Oh, aber dann wird es da ziemlich eng. Zolke Hion wird niedergerungen und gibt dann keinen Elfmeter. Also sehr, sehr viel in der Vorwärtsbewegung mit L1 plus X gespielt. Hier in solchen Situationen jetzt zum Beispiel erstmal nicht, weil ich erstmal die Formation wieder oder die Mannschaft wieder formulieren lassen möchte. Den spiele ich mit L1 plus X, damit dann Hong Chul gleich startet. Aber ich merke das schon, wenn ich so viel nebenbei erzählen bin, was ich nebenbei drücke, dass dann die Umsetzung immer zu langsam wird. Also hier nochmal mit L1 plus X, um Kim Sun-sik jetzt wieder hier anspielen zu können. Ganz einfaches Beispiel, wenn man so ein bisschen eine Vorwärtsbewegung reinbekommt. Jetzt schon wieder, könnt ihr mal darauf achten, wann ich quasi den Spieler dann auch wieder direkt steil schicke. Das muss ich jetzt hier ein bisschen abbrechen. Der Nachteil natürlich an dem Steilschicken ist, dass man zum einen natürlich dann, wenn das nicht klappt mit dem steil anspielen oder vorne anspielen, dann hinten weniger Optionen hat. Und jetzt habe ich aber zum Beispiel einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt hier den L1 plus X-Pass mit einem Innenverteidiger gespielt. Und das war jetzt der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte. Dass man das nicht mit den Innenverteidigern machen sollte zum Beispiel, weil die dann natürlich in der Defensive fehlen. Da muss man eine Zeit lang dann aufpassen, dass man den Ball nicht verliert, weil ansonsten hat man ein ganz, ganz großes Problem, wenn die Innenverteidiger nicht da sind. So, also jetzt hier zum Beispiel nicht mit L1 plus X spielen. Uiuiui. Und ansonsten fehlt der. So, jetzt mal hier einen Flankenwechsel. L1 plus X. L1 plus X. L1 plus X. Dann bekommt man halt sehr, sehr viel schöne Bewegung nach vorne hin. Und das, ich merke, dass ich, wenn ich das nebenbei so erkläre, dann kommt direkt total weniger Zug nach vorne. Sag ich mal. Entsteht weniger Zug, weil ich zu lange brauche, um das zu erklären. So, da bin ich ganz gut dran. Kann den auch direkt schon rausspielen. Oh, ich muss vielleicht niesen. Oh, jetzt wird's komplett. Oh, Scheiße. Hätte ich jetzt fast gerade mitten im Witz zum Treffer vom Gegner genossen. Oder genießt. Genießt? Genießt. Ja, spielt er gut, jetzt Balotelli. Ist, bewegt er sich auch richtig gut, schönes Dribbling vom Gegner. Verteidiger stehen aber auch nicht schlecht, kann ihn gut rausspielen. So, L1 plus X. Und dann sieht man wieder, wie Kim Shin-wook da startet. Jetzt unten Nomunion, können wir auch schön steil anspielen. Aber leider bleibt er aus irgendeinem Grund stehen. Keine Ahnung, was da bei ihm verkehrt ist. Diesen Ball würde ich übrigens ins Ausgehen lassen, an seiner Stelle. Weil wenn er Pech hat, komme ich dann mit Nomunion direkt wieder dran. Und entweder nehme ich ihn direkt ab oder er spielt mir dann in die Füße. Und dann hat er ein Problem. Ah, keine gute Ballverteilung. Ist jetzt offensiv sehr, sehr schwach oder nicht wirklich mit Plan, was ich da tue. Da steht er sehr, sehr gut dazwischen. Oh, schöner Pass jetzt, aber Soki Jons, glaube ich, im Abseits. Ja, ah, das ist immer eine gute Möglichkeit, wenn er so schön eng an einem vorbeiläuft, kann man direkt ablegen. Leider ein bisschen zu spät gemacht. Oh, hatte ich mich ein bisschen verzockt. Die frühe Flanke ist eine ganz nette Idee, in der Umsetzung hier aber nicht so gut gelungen. Nobunion ist jetzt hier durch. Schöner Ball. Und den können wir auch direkt abziehen. Und dann Jefferson noch mit der Parade. Ja, da hätte ich es auch mir deutlich einfach machen können, indem ich noch drei Schritte gehe. Hat gedacht, es könnte aber ein ganz guter Schuss draus werden, wenn er den so direkt nimmt.
ist nicht wirklich passiert. Ah, der Sung ist da und er setzt sich sogar durch, aber Jefferson mit der nächsten Parade. Oh, 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 ganz schwacher Pass. Das Problem war hier, der Spieler hat den Ball nicht unter Kontrolle gehabt. Dann kommen da manchmal so ganz, ganz schwache Pässe raus. Den können wir hier so drüber legen. Aubameyang ist dann ja auch durch, kommt die Flanke auf Soki Hyun, aber der kommt irgendwie gar nicht so richtig zum Ball gelaufen. Hat so ein bisschen lustlos gewirkt. Oh, das ist eigentlich super gefährlicher Ball. Und der leider zu steil, zu spitz. Oh, sehr stark von Hung Chul, wenn da reinkommt. Ja. Können wir hier drüber legen. Oh, der ist nicht im Abseits der Aubameyang. Flanke auf den Zweiten, die kommt aber nicht. Aber dann Kim Shin-wook mit dem Flugkopfball. Sieht spektakulär aus und dann ein Eigentor. Das ist natürlich mega viel Pech. David Luiz will den hier annehmen. Danach ist der Torhüter nochmal da. Und ja, will ihn noch retten im letzten Moment. Gelingt ihm nicht wirklich. Und dann das Eigentor. Sehr, sehr unglücklich für den Gegner. Macht den Anstoßtrick, der nicht gelingt. Aber das war natürlich gerade sehr bitter, dass dann David Luiz den Ball annimmt und dann ins eine Tor befördert. Komm hier steil auf Kim Shin-wook, vielleicht kommt er da noch ran. Ja, können wir dann... Ne, das ist dann einfach zu lange, bis er da den Ball spielen kann. Viel zu offensichtlich hat er dann gut zugelaufen. Hier wieder eine schöne Doppelpasskombination, aber Kim Shin-wook, doch, jetzt kommt er noch ran. Oh, leider Rafinha da. Mal sehen, ob er nachsetzen kann. Sehr gefährlich jetzt hier die Situation, aber er strich schon raus, das ist genau das Richtige. Wenn man da kurz rausspielt und nicht drankomme, dann wird es sehr, sehr gefährlich. So, ich war eben kurz davor zu niesen, aber jetzt habe ich es irgendwie doch aus der Nase noch geschüttelt. Sehr, sehr wenig zugelassen, aber noch nicht wirklich... Es sieht zwar sehr dominant aus von den Werten, aber ich bin irgendwie noch nicht so wirklich ganz zufrieden. Ein bisschen zu einfältig, was ich mache. Sowas zum Beispiel. Ist eigentlich total unnötig, dass er da noch rankommt. Können wir wahrscheinlich hier schnell einwerfen? Nee, lassen wir doch besser. Leider nimmt Kim Shin-wook den Ball nicht an. Ich habe schon eine Schussdeutschung eingegeben gehabt. Hat man vielleicht auch sogar gehört. Aus irgendeinem Grund hat er sich total doof zum Ball bewegt. So, und jetzt haben wir hier so ein kleines Problem. Dieser passt eigentlich auch ganz gut, aber da ist irgendwie keiner, der da wirklich so in die Gasse reinläuft, um da dann den Ball zu verwerten. Einwurf natürlich nicht ganz so dolle. Ach, zu voreilig in die Spitze. Ah, da war ich eigentlich schon dran. So, jetzt können wir hier den Konter einleiten. Song Jin-hyung. Schöner Berber-Spin, dann kommt er nochmal ran und der Schuss geblockt, der Ball noch heiß. Song Jin-hyung aus dem spitzen Winkel an Jefferson gescheitert. Ah, das war natürlich irgendwie so ein bisschen duselig auch, wie ich da nochmal zum Abschluss komme. Sehr schön von Kim Jong-un. Oh, ach shit, David Luiz gut den Körper davor bekommen. Aber dann ganz, ganz, ganz schwach den Ball mitgenommen. Jetzt können wir hier mal den Rückraum ablegen auf Kim Shin-wook. Der Schuss, der wird geblockt von Konstant und es gibt 11 Meter, weil er da relativ rabiat probiert, diesen Schuss zu blocken und dann noch reinzukommen mit Dante. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich ein Foul war. Hier ist der Schuss und dann irgendwie sieht man kaum einen Kontakt. Ein bisschen komisch. Mal sehen, was für 11 Meter Werte der Kim Shin-wook hat. Ja, hat er gute. Und den auch ganz gut platziert. Ich glaube, der Torhüter war sogar auch richtig gut nah dran. Und wenn ich den nicht so ganz so kräftig schieße und nicht ganz so gut platziert, dann könnte er sogar auch gehalten werden. Oder vielleicht ein besserer Torhüter.
manchmal hier so ein paar Sachen sind ein bisschen komisch, wie sie ausgehen. Oh, 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 ganz, ganz schwach verteidigt. Aber, ah, Kim Sang-suk setzt gut nach. Haut den Gegner auch so ein bisschen um. Gibt aber keinen Elfmeter. Gar nicht mal so ein schlechter Schuss hier vom Gegner. Also, die Idee war ganz gut. Cool mit Benteke da. Oh, oh, was mache ich denn jetzt hier? Oh Gott. Keine Ahnung, da habe ich ihm gerade einfach mal die falsche Taste gedrückt. War eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, jetzt habe ich mir auch einen Gegentreffer verdient eigentlich. So nachdem, was ich jetzt hier gerade die letzten paar Minuten gemacht habe. Da hat er mit Benteke so schön Targetman gespielt. Ihn kurz angespielt, dann hat er den Ball abgelegt. Also irgendwie bin ich heute nicht so wirklich auf Zack. So. Sehr gut. Spielt er jetzt sehr, sehr viel klein-klein. Aber dann dein Ball rausgespielt. Bekomme ihn aber nicht so wirklich raus. Jetzt machen wir mal so einen langen Ball hier. Aber auch der wieder beim Gegner. Nur danach nicht richtig weggespielt. Können wir in die Gasse vielleicht spielen? Auf Suki Hyun, sehr gut. Und dann der Schuss von Suki Hyun, richtiges Raketchen, was er da abgefeuert hat, nur nicht gut genug platziert. Suki Hyun, da ist er da und macht das 3:0. Da stand er gut. Und das kennen wir von ihm, wie er sich da durchsetzt im Kopfballduell. Nicht so spektakulär in dem Fall, aber einfach sehr effizient. Und ich würde eigentlich noch mal auch gerne noch mal ein paar Treffer aus dem Spiel heraus machen. Und nicht so einmal so ein komisches Eckentor, einmal so ein komisches Elfmetertor, einmal dieses komische Eigentor fast. Weiterlegen. Nicht im Abseits der Nomunion. Na, wie schlecht bewegt ich mich habe. Oh, kann Balotelli sehr gute Mal mitnehmen, aber Kim Sang-sik nochmal da. Haben wir hier vielleicht einen Doppelpass? Ja. Ah, shit. Aber jetzt wieder Jin wieder da. Jetzt können wir vielleicht nochmal einen schnellen Angriff einleiten, aber direkt wieder der Fehlpass von mir. Das war auch natürlich ein guter Schuss und der sogar an die Latte. Mal sehen, ob er da rangelaufen kommt. Nee. Aber ich muss echt sagen, ich merke schon irgendwo so einen kleinen Unterschied zwischen Liga 1 und Liga 2. Den Gegner fand ich jetzt einfach irgendwie irgendwie die ganze Zeit viel zu ungefährlich. Hatte nie irgendwie so das Gefühl, dass das Spiel irgendwo auf der Kippe steht. Löst manche Sachen einfach zu offensichtlich und kriegt dann immer wieder Probleme. Und offensiv fehlt ihm da so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ich habe natürlich ein bisschen Glück gehabt, wie meine Tore kommen, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich generell Probleme habe, gegen ihn Chancen zu arbeiten. Tut mir leid. Ah, sowas zum Beispiel. Sowas ist, bringt ihn unnötig in Verlegenheit. Und das macht er halt die ganzen 90 Minuten. Und immer bringt es ihn dann halt in Verlegenheit. Ah, leider Dante im letzten Moment noch dran, bevor ich dann den Pass spielen kann. Die Bewegungen waren sehr gut mit Benteke. Auf Nummer 9 jetzt nochmal hier steil. Vielleicht kommt er jetzt auch nochmal mit Treffer. Nummer 9 mit dem schönen Schlenzer, aber ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Schade, wäre nochmal ein schönes Tor geworden. Vielleicht bekommen wir ja noch einen. Nein, der Schiedsrichter pfeift ab. 3:0. Irgendwie so ein Spiel, was so ein bisschen vor sich hergeplätschert ist. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht allzu viele Spiele von dieser Art in Liga 2. Also der Gegner, der hat einen nicht so wirklich gefordert. In der Offensive zu ungefährlich.
in der Umsetzung einfach nicht mit so zündenden Ideen, wie ich finde. Oder dann, wie gesagt, auch vielleicht, wenn er gute Ideen hat, hat es dann immer so ein bisschen auch an der guten, fehlerfreien Umsetzung gemangelt. Und dann auch immer wieder so hinten kleine Fehler gemacht, wo Abspielfehler macht, wo ich dann immer wieder recht einfach den Ball bekomme und dann ihn in Gefahr bringen kann. Von daher recht souverän, ein 3:0. Ich bin wirklich nicht so wirklich sonderlich zufrieden, wie es mit Kim Schön-Wook funktioniert. Den bekomme ich überhaupt gar nicht in Szene gesetzt. Also ich denke, dass ich den nicht so wirklich spielen werde. Also vielleicht, wenn ich werde mal vielleicht mal ihn irgendwann mal nochmal in Ruhe spielen und schauen, was ich anders machen muss. Aber hier, während ich gerade live kommentiere, geht echt gar nichts mit ihm wirklich so zusammen. Sehr enttäuschend irgendwo. Aber gut, das ist nun mal manchmal so, dass so spezielle Spielertypen wie zum Beispiel Kim Schön-Wook, der vor allem über seine körperliche Stärke und körperliche Größe gefährlich ist, dass man mit dem dann nicht zwingend dann seinen eigenen Spielstil umsetzen kann. Gut, ich gehe jetzt mal ganz kurz in das Hauptmenü, um euch die individuelle Taktik zu zeigen, die ich momentan spiele. Weil das doch jetzt schon länger ist, dass ich sie spiele und ich eigentlich auch ganz gut mit ihr klarkomme. Gehen wir mal auf Anstoß. Und ich weiß, dass es immer wieder Leute gibt, die es gerne sehen möchten. Um es dann selber mal auszuprobieren. Das ist dann auch die Art und Weise, wie man das in Ultimate Team eingestellt bekommt. Man muss in das normale Team-Management gehen von einem normalen Spiel. Und dann hier bei individueller Taktik habe ich, ja, ihr seht es, 3 Stück vorbereitet. Das war meine ursprüngliche. Und vor allem der große Unterschied, den ich jetzt mache, ich habe hier sehr hohe Werte gehabt bei Druck und Aggressivität. Jetzt momentan spiele ich sehr niedrige Werte, das ist die aktuelle. Also Geschwindigkeit deutlich langsamer nochmal auch ein bisschen. Chancenarbeitung ein bisschen anders die Parameter gesetzt. Und dann hier deutlich niedrige Werte bei Druck und Aggressivität. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich denke, wenn ich hier so drüber gehe, ist es für euch genug Zeit, das auch dann umzusetzen. Und dann, wenn man so eine abgespeichert hat, in dem Fall jetzt individuell 3, kann man bei Schnelltaktiken hier eine Taste belegen und dann kann man die auswählen. So, und dann kann man sie auch spielen und einstellen. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Nächste Folge gibt es dann definitiv ein Teambuilding. Darauf könnt ihr euch freuen. Wird über 1 Million Münzen sein, das Team. Also denke ich gerade. Ich glaube so um den Dreh. Ich werde gleich nochmal schauen, wie viel es genau ist. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on. Come on. Come on!